In diesem Beispiel möchte ich die Fourier-Transformation eines kugelsymmetrischen Potentials berechnen. Hier ist ein solches kugelsymmetrisches Potential hingeschrieben. Speziell interessiert mich ein Potential als Funktion des Abstandes von der Form 1 durch den Abstand mal eine exponentielle Unterdrückung, wobei der relevante Parameter im Exponent eine Masse m ist. M hier in Einheiten von Joule oder GeV. Wenn wir nun das speziell betrachten in natürlichen Einheiten, das heißt h quer gleich 1, c gleich 1, dann berechnen wir im Folgenden also die Fourier-transformierte dieses Potentials hier. Dann können wir einfach schreiben 1 durch r e hoch minus m mal r. Und die Fourier-transformierte, die ist zu berechnen, gibt es also definiert als f von q, wobei jetzt q ein Impuls ist. Das ist die duale Variable zur Ortskoordinate. Also f von q, vor q ist das Integral über das gesamte Volumen dieses Potentials, dieser Ortsfunktion, mal e hoch i q mal Skalarprodukt r, der Ortsvektor, integriert über alle Orte im Raum. Nun, um diese Integration durchzuführen, müssen wir ein Koordinatensystem wählen. Jetzt können wir dies beliebig wählen. Speziell wählen wir es gerade so, das ist günstig, dass die z-Achse im Raum, das sei jetzt xy, und das sei die z-Achse im Raum, die fällt zusammen mit der Richtung des Impulsvektors q, das sei der Ortsvektor. Und damit ist dieser Winkel hier, den wir verwenden werden bei der Berechnung des Volumenelements in Kugelkoordinaten, entspricht auch gleichzeitig dem Winkel zwischen dem Impulsvektor und dem Ortsvektor. Das bedeutet in diesem Fall, aufgrund dieser Wahl des Koordinatensystems folgt, dass das Skalarprodukt q mal r geschrieben werden kann als Betrag von q mal Betrag von r mal Cosinus Theta. Das ist also Cosinus von diesem Winkel. Und um etwas weniger schreiben zu müssen, fügen wir jetzt die Kurznotation ein, qr Cosinus Theta. Wenn also keine Vektorzeichen auftauchen, dann ist hier immer der Betrag dieser Vektoren gemeint. Dann können wir also nun dieses Volumenintegral genauer hinschreiben. F von q ist damit eine Integration von 0 bis unendlich im Abstand. Das Volumenelement ist hier dann r2tr. Und alle Integration über diesen Winkel von minus 1 bis 1 d Cosinus Theta, also Integration über all diese Richtungen hier, mal die Integration in dem Winkel um die z-Achse. Das wäre also Integral 0 bis 2 Pi d Phi. Und der Integrant nun hingeschrieben ist 1 durch r e hoch i q r Cosinus Theta und dann doch noch das e hoch minus mr auf. Jetzt wählen wir Cosinus Theta gleich x. Wir führen einfach die neue Variable x ein für Cosinus Theta. Die Phi-Integration, die ist trivial. Hier gibt es keine explizite Phi-Abhängigkeit. Die können wir sofort ausführen. Dann folgt f von q ist 2 Pi. Damit haben wir die Phi-Integration erledigt. Es bleibt die Integration über den Abstand dr. Dieses r kürze ich mit dem r² weg. Es bleibt also noch eine Potenz r übrig. E hoch minus mr, das ziehe ich jetzt nach vorne. Und dann bleibt noch das Integral über den Winkel, beziehungsweise jetzt in dieser neuen Variable von minus 1 bis 1 dx mal e hoch i qr, und das ist auch x. Gut, dieses Integral hier ist leicht zu berechnen. Das ist einfach das Integral über eine Exponentialfunktion. Das ist 1 durch i qr. Die Stammfunktion ist e hoch 1 durch
diesen Ausdruck E hoch IQR ausgewertet an den oberen und unteren Grenzen. Das bedeutet E hoch IQR mal 1 für die obere Grenze minus E hoch das minus 1 eingesetzt. Also gibt es ein minus IQR. Damit hätten wir auch die Integration über diesen Winkel erledigt. Und was bleibt, ist nun die Integration dann über die Richtung im Ort. Also, das können wir nun einsetzen. Damit bleibt folgendes Integral zu lösen. 2pi und das 1 durch iq können wir nach vorne bringen. Dann bleibt dieses Integral über dr. Das r kürze ich jetzt hier weg. Und diese Exponentialfunktion können wir mit diesen zusammenfassen. Es gibt sich also 1 durch e hoch iq minus m r minus e hoch minus iq plus m r. Hier das Plus, weil hier ein Minus hineingezogen wird. Wiederum, dieses Integral ist relativ leicht zu lösen. Es ist einfach Integral über eine Exponentialfunktion. Die Stammfunktion ist wieder die Exponentialfunktion, dividiert durch jeweils diesen Term im Exponenten hier. Das heißt, wenn ich das konkret hinschreibe, Integral von 0 bis unendlich dr e hoch iq minus m mal r als Beispiel ist dann einfach 1 durch iq minus m mal e hoch iq minus m mal r ausgewertet an den Integralgrenzen. Und wir sehen jetzt bei unendlich liefert diese Masse hier einen exponentiellen Dämpfungsterm, wodurch dieser Ausdruck verschwindet, gegen 0 geht, und an der unteren Grenze ist das einfach 1. Das ist also dann einfach minus wegen der Differenz von der unteren Grenze, minus 1 iq minus m. Und äquivalent kann man das auch für den zweiten Term machen, da unterscheidet sich nur in diesen Vorzeichen hier. Man findet also am Ende f von q ist 2pi durch iq. Das ist der erste Term. Dieses Integral hier. Minus. Und im zweiten Fall ergibt sich ein 1 durch iq plus m. Und damit haben wir die Integrale gelöst. Diese zwei Brüche können wir recht leicht zusammenfassen. Und die zusammenfassen sehen wir hier unten, haben wir ein einfaches Produkt a plus b, a minus b. Das ergibt dann minus 4pi durch minus q² minus m². Das minus q² ergibt sich aus dem a² und iq² zum Quadrat, iq mal zum Quadrat gibt minus q² minus b², das ist minus m². Oben ergibt sich noch ein Faktor 2 in der Zusammenfassung. Wenn man das hier addiert und 2 mal iq und das gibt dann dieses 4pi. Und das können wir schreiben als 4pi durch q² plus m². Und das wäre die Lösung. Wir sehen also, die Fourier-Transformierte für eine solche kugelsymmetrische Potentialfunktion, die hängt ab nur vom Impuls zum Betrag, über keine ausgezeichnete Richtung, und sie hängt ab von der Masse, denn jener Term, der die exponentielle Dämpfung im Potential liefert. Jetzt sehen wir auch folgenden Grenzfall für m gegen 0, also wenn dieser Parameter im Potential in der exponentiellen Dämpfung verschwindet, folgt erstens, dann geht das Potential über in ein einfaches 1 durch r-Potential und die Fourier-Transformierte geht über in einfach 4pi durch q². Und das ist deswegen interessant, weil wir eben diskutiert hatten, dass das elektromagnetische Potential, das von der Form 1 durch r ist,
Das entspricht einem Propagatorterm für Photonen, für virtuellen Photonen von der Form 1 durch Impulsübertrag zum Quadrat. Wenn hingegen ein massives Teilchen ausgetauscht wird, dann hat man ja die exponentielle Dämpfung im Potential mit der endlichen Reichweite im Potential. Das entspricht eben einem Propagatorterm, der sich ergibt aus dem Austausch eines massiven Teilchens.